Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Werner Scheelen. Ich bin Geschäftsführer der Firma Scheelen Elektromobile GmbH aus Fulda-Petersberg und freue mich, dass Sie unsere Webseite scheelen-elektromobile.com gefunden haben. Und heute stelle ich Ihnen ein weiteres Fahrzeug unserer Produktpalette vor, nämlich unseren Moonliner. Und was dieser Moonliner alles hat und alles kann, das erkläre ich Ihnen in Kürze. Bis gleich. So, hallo meine Lieben, ich stehe jetzt vor unserem Moonliner, das nächste Fahrzeug, welches ich Ihnen vorstellen möchte. Der Moonliner hat eine Gesamtlänge von 2,52 Meter. Er ist 1,31 Meter breit und hat eine Gesamthöhe von 1,62 Meter. Ich möchte nicht von einem Raumwunder sprechen, aber er ist schon sehr, sehr groß und sehr geräumig. Sie werden das nachher sehen, wenn wir uns in den Innenraum ein wenig bewegen. Das Fahrzeug hat 4 Alu-Räder. Es hat eine Einzelradaufhängung und ringsherum Scheibenbremsen. Das Fahrzeug hat vorne sowie auch hinten eine LED-Beleuchtung. Die Blinklichter sind zum Beispiel im Spiegel integriert. Und im hinteren Bereich blinken die Leuchten hier in diesem Bremslicht mit dabei. Das Fahrzeug hat eine Rückfahrkamera, hat Rückfahrscheinwerfer und hat auch eine Nebelschlussleuchte. Hier ist die Tankklappe. Sie drücken einmal drauf, dann öffnet sie sich. Und wenn Sie dann hier diese Klappe hochmachen, dann können Sie sofort Ihr Ladekabel da hineinstecken. Wenn wir uns das Fahrzeug mal von hinten anschauen, dann sehen Sie, dass wir hier ein sehr großes Heckfenster haben, welches sich so hochklappen lässt, ungefähr 15-20 Meter in der Höhe. Das Fahrzeug hat Rückfahrscheinwerfer links und rechts, das sehen Sie da. Und diese ganze Bremsleuchte geht über das ganze Fahrzeug hinüber. So, wir werden jetzt mal einige Begebenheiten innerhalb dieses Fahrzeuges erklären. Ich fange mal mit den Sitzen an. Sie sehen also sofort, dass Sie mit zwei Mann nebeneinander, nicht hintereinander sitzen. Das ist natürlich ein gigantischer Vorteil. Sie können den Sitz nach vorne schieben bzw. nach hinten schieben. Die Lehne können Sie komplett umlegen, nach vorne sowie auch nach hinten komplett umlegen. Und wenn wir jetzt mal einen Blick auf die Rückbank werfen, dann erkennen Sie, dass sie sehr breit ist und sie ist sehr lang. Sie hat eine Länge von mehr als einem Meter und eine Breite von ca. 40 cm. Das ist sehr toll. Außerdem können Sie diese Rücksitz hier hinten hochklappen und können hier Kleinigkeiten wie Ladekabel oder sonstige Papiere noch verstauen, so dass es während der Fahrt nicht hin und her fällt. Wenn wir jetzt mal einen Blick nach vorne werfen, dann sehen Sie, dass wir unterhalb der Sitze hier einen kleinen blauen Schalter haben. Das ist der Notschalter. Wenn wir den umlegen, so wie jetzt zum Beispiel, dann ist das Fahrzeug komplett außer Strom. Ich schalte das wieder mal ein, damit wir die Beleuchtung im Armaturenbereich sehen. So, gerne erkläre ich Ihnen jetzt mal den Innenraum dieses Fahrzeuges. Beginnen möchte ich mit den elektrischen Fensterhebern. Genau, indem Sie hier drauf drücken, das Fahrzeug ganz nach unten bzw. wieder nach oben fahren, natürlich auf beiden Seiten. Dann hat der Schlüssel eine Fernbedienung. Sie können also außerhalb des Fahrzeuges mit durch Bedienung des Schlüssels die Türen öffnen bzw. schließen. Des Weiteren gehen wir mal hier zu diesem eigentlichen Bedienungshebel oder in diesem Fall Rad. Sie sehen hier einmal ein N, ein D und ein R. Er steht jetzt auf N, das heißt neutral. Auf D, das heißt Drive, dann würden wir den Weg jetzt nach vorne wegfahren können. Und wenn ich jetzt auf R gehe, dann fängt das Fahrzeug an zu piepsen. Das ist dadurch bedingt, dass jetzt die Fußgänger, die uns nicht sehen oder hören, durch diesen lauten Bimmeln erfahren sie sofort, dass ein Fahrzeug kommt und sofort kommt die Rückfahrkamera hier oben im Display auch mit ins Spiel. Ich mache das wieder mal weg. Hier drüber haben wir den Startknopf. Das Fahrzeug hat keinen Zündschlüssel, die brauchen diesen Schlüssel nicht mehr, den können Sie in die Tasche stecken oder in eines dieser Ablagefächer hineinlegen.
Und wenn wir uns mal diese Seite des Displays betrachten, dann sehen Sie, dass wir hier das Uhrensymbol haben, welches Sie einstellen können. Dann kommt die Radiofunktion. Sie können hier Ihren Kalender einspeisen oder auch Ihr Telefonregister. Alles können Sie hier mitmachen, indem Sie durch Sprachanwahl die einzelnen Namen Ihrer Gesprächspartner einfach aufsagen. Auf der linken Seite sehen Sie die Geschwindigkeitsanzeiger, rechts daneben den Batteriestand, links daneben Ready, das heißt, das Fahrzeug wäre jetzt fahrbereit, und wir haben die Stellung Enden gewählt. Die ändert sich, indem ich hier drehe, D oder eben auch R. Darunter haben wir die Kennzeichnung des Tagestrips, wie viele Kilometer Sie gerade in die eine Strecke zurückgelegt haben, und auf der rechten Seite den gesamten Kilometerstand. Links vom Lenkrad ist das Licht bzw. der Blinker, wie Sie das von Ihrem Pkw her auch kennen. Die Hupe ist in der Mitte, und auf der rechten Seite ist der Arm, um den Scheibenwischer mit 2-3 Gängen zu bewegen oder eben die Spritzanlage zu aktivieren. Wenn wir nochmal hierher schauen, dann haben wir den Schalter für die Nebelschlussleuchte. Hier ist einmal das Gebläse. Dieses Gebläse hat einen 800 starken Watt Motor, das ist sehr stark. Hier vorne über die ganze Front sind Öffnungen da, die die ganze Scheibe ständig sichtbar und frei halten. Links und rechts haben wir noch bewegliche Düsen, so dass wir das auch auf den Außenseiten der Fenster drauf halten können. Das Fahrzeug bleibt aber beschlagungsfrei. So, dann haben wir hier im unteren Bereich den blauen Hebel, den ich Ihnen vorhin erklärt habe. Und was ich Ihnen unbedingt noch zeigen muss, das sind diese zwei Schnappschalter, einmal hier rechts und einmal links. Wenn ich diese öffne, dann kann ich die komplette Sitzbank nach hinten schalten, und darunter befinden sich unsere Batterien. Das heißt also, Sie können problemlos einen Batteriewechsel, sollte das mal erforderlich sein, und Sie müssen nicht groß irgendwas demontieren. So, meine Lieben, und damit habe ich Ihnen das eigentliche Fahrzeug schon von innen vorgestellt. So, meine Lieben, wir machen jetzt mal eine kleine Spritztour. Mitten durch die Stadt durch. Sehen, dass wir also in der Geschwindigkeit mit den öffentlichen Fahrzeugen problemlos mithalten können. Auch die Geräuschentwicklung im Fahrzeug ist so, dass man sich mit einer normalen Lautstärke unterhalten kann. Kein Klappern, keine empfindlichen Geräusche. Wenn ich jetzt die Bremse betätige, hören Sie diese Geräusche. Ansonsten ist er sehr spurtstark, wenn wir jetzt hier mal feststellen. Alles frei. Zieht also richtig gut ab. Und hier, den wollen wir mal über die Straße lassen. Nimmt er also problemlos weg, dadurch, dass wir diese Einzelradaufhängung haben. So, und hier lassen wir dann die kleine Probefahrt auch schon wieder ausklingen.